Ich mach das, ne? Aber diesen Scheißschal ziehe ich nicht an. Das könnt ihr vergessen, mache ich nicht. Bergauf, bergauf, dem kommt. So, ihr Kanonenköppe, sportwetten.de hat ja mit der Tasmania-Wette Geld für Schalke 04 gesammelt, ne? Für jeden Sieg auf Schalke gab es 1 Euro Spende für Schalke 04. Und da ist ordentlich was zusammengekommen. Wettschulden sind ja bekanntlich Ehrenschulden, ne? Jetzt brauchen wir nur noch jemanden auf Schalke, dem wir die Kohle übergeben. Ey, warte mal. Wen habe ich denn hier? Oh, ey, dem Kurani. Der ist ja seit 2010 raus bei Schalke. Der hat mir letztens eine Sprachnachricht geschickt. Das verstehst du gar nicht. Warte, hier. Dem Magath nach Würzburg. Dem schicke ich jetzt eine Sprachnachricht. Felix, Glück auf, grüß dich. Du pass auf, ich brauche mal einen aktuellen Kontakt zu Schalke 04. Hast du da jemand? Tschückens. Wen haben wir noch? Ah, jetzt kommt schon eine Antwort. Achtung. Das hilft ja auch nicht, ey. Ah, hier, was? Habe ich ja selbst noch. Hüb Stevens, den rufe ich an. Hüb, Glück auf. Ja, pass auf. Wir haben mit sportwetten.de ja so eine Tasmania-Wette gehabt, haben für Schalke 04 Geld gesammelt und ich wollte mit so einem Koffer voll Geld einfach mal bei euch vorbeikommen. Das ist so. Bring den Koffer mit dem Geld vorbei. Ja, klasse. Super. Ah ja, schickst mir einen Standort. Ich hab dir eben einen Routenplaner geschickt. Dann geht's schneller. Ach, eine Route. Ja. Dann schick mal eine Route rüber, dann mach ich mich gleich mal auf den Weg. Super, bis gleich. Ja, das gehe ich zu Fuß. Ist kein Problem. Das ist ja bei mir um die Ecke da, bei euch. Das. So. Oh, mal gucken. Ja. Dann auf geht's zu Schalke 04. Ja, geil, ey. Der Hüpp hat echt Nerven, ey. Jetzt kann ich hier beim Tönnies noch vorbei. Soll ich mal fragen, ob der noch was in den Koffer mit reinschmeißt oder was? Ah, nee. Ja. Hat die ja erledigt, ey, seit letzter Woche. Mann, ey. Der Stevens hat Nerven, ey. Da schickt er mich hier vorbei, ey. Hier kannst du mit Geld nichts mehr bewirken. Am 14. März 2005, da stand dem BVB da, wo Schalke jetzt steht. Am Abgrund. Aber die haben die Wende geschafft. Jetzt kann ich hier in Dortmund noch nicht mal zu meinem Lieblingsfriseur, ey. Zum Haarland. Naja, gehe ich zu Hause wieder zu Pony und Clyde. Geil. Sag mal, was schickt mich der Stevenson hier hin, nach Gladbach? Oh. Die haben hier jedenfalls einen geilen Trainer. Ne? Ich sehe schon demnächst. Ne? Die Verantwortliche von Schalke plus Aki Watzke. Schön als Blumenverkäufer verkleidet, klingeln bei der Geschäftsstelle und sagen, wolle Rose kaufen. Oh, passend zu Schalke, Pause an der Ballerbude. Ne? Ist ja jetzt gar nicht mehr passend, haben ja jetzt gewonnen. Ne? Ersten Titel der Saison, schön verkackt. Der Gewinn hier gegen Hoffenheim 4-0, das sagt der Reporter, jetzt sind die auch nicht mehr Letzter in der Liga. Was? Die haben 30 Spiele, haben die nicht gewonnen. Jetzt sind die nicht mehr Letzter. Wer ist Letzter? Mainz 05. Und wer ist da wieder in Amt und Würden? Der Heidel. Und wo war der vorher? Merk's selber, ey. Ja. Du bist schlimmer als ein Zweikampf. Oh. So, weiter geht's. Oh. Ja, super. Ne, zum Glück ist noch nicht dunkel. Klasse, dass der Stevens mich hier vorbeischickt, ne, in seiner alten Heimat, ey. In Oeln. Ist auch mehr der Altglascontainer mittlerweile von Schalke 04. Ne? Ja, dem Gisdol war mal Co-Trainer und der Held ist bei Schalke mal im Vorstand rumgehüpft. Ja, jetzt fahren sie die Karre hier gegen die Wand. Ne? Alle Spiele, alle Tore. Kannst du eigentlich nur noch Spiele vom FC zeigen? Was eine Ochsentour. Eins steht auf jeden Fall fest, ne? Wenn die Kneipen wieder aufmachen. Dem Hüpp zahlte Zeche.
Boah, hätte ich das gewusst, ne? Da wäre ich auf Schalke, wäre ich mit dem Fahrrad gekommen. Da hätte ich denen mal zeigen können, wie man richtig absteigt. Boah. Boah. Was ein Ritt, ey. Endlich geschafft. So, jetzt noch den Hüb anrufen. Hi, Uwe. Hüb. Ja, grüß dich. Ich schicke dir einen Standort. Hast du einen Standpunkt geschickt, warte? Uwe, du bist da. Ja, ich stehe doch hier. Du hast es geschafft. Wie? Die Null muss stehen. Was? Kennst du den Buch, Der Weg war umsonst? Jetzt weißt du hier, was wir die letzten 30 Spiele auf Schalke mitgemacht haben. Ach, Uwe, behalt dein Geld. Du lieber was Gutes für den Amateurfußball. Ja, sicher Amateursport. Deshalb bin ich doch hier. Der legt ja einfach auf. Tja, kein Weg war umsonst, ne? Dem Amateursport muss wieder gestärkt werden. Die Vereine leiden. Das Ehrenamt muss wieder hochgehoben werden. Aktuell gibt es für Amateurmannschaften kein Training, keine Spiele. Ja. Und wenn der angehende deutsche Meister hier das Geld nicht haben will, dann darf ich im Namen von sportwetten.de den Scheck überreichen an die Organisatoren der Hand in Hand Cup. Der Hand in Hand Cup ist das größte Charity-Turnier in NRW für Hobbymannschaften, die selbst für einen guten Zweck spielen. Und den finde ich geil. So. Da ist das Ding. Hallo Uwe. Vielen Dank für die Spende. Vielen Dank sportwetten.de. Und vielen Dank Schalke 04. Das nächste Mal schafft ihr den Rekord. Was? Ja, Mama.